Wake News Radio, Wake News TV, für alle, die aufwachen wollen, neue Weltordnung, Versklavung, Dims, Scraps, Schuldgeld aus dem Nichts, eingepflanzter Chip, Bargeld abschaffen. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit, Wake News Radio, Wake News TV, wakenews.net.
Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, ich grüße euch zur heutigen Live-Sendung. Ich sende von Wake News Radio, Wake News TV. Ja, wir stehen jetzt hier kurz vor dem sogenannten Osterwochenende. Ja, ist also die letzte Live-Sendung mit mir. Ja, heute in diesem Monat auch. Und ja, die düsteren Wolken hängen ja über uns. Das sehen wir. Hoffen wir mal, dass wir durch diese viele Aufklärung und das darüber sprechen und das zeigen, dass wir darauf einwirken können. Denn das ist ja der Sinn und Zweck unseres Tuns, nicht nur darüber zu sinnieren, uns einfach selbst damit zu beschäftigen, sondern wir wollen ja auch ein wenig was bewegen. Das heißt, die Schwingungen, die Kräfte, die wir hier bündeln, die sollen ja nach draußen und sollen sich vervielfältigen, sodass wir vielleicht vieles von dem, was wir, sagen wir mal, so als Risiken sehen, vielleicht abwenden können. Ja, und insofern danke ich euch, dass ihr mithört und mitschaut später im Video, weil ihr gebt uns die Kraft und die Power, die notwendig ist, um unsere Sendung zu machen. Und natürlich danken wir allen, die uns mit übertragen. Wer das alles ist, das könnt ihr finden auf der Seite wakenews.net, Wakenews Radio, da sind sie alle aufgeführt, und auf der Blogseite mywakenews.wordpress.com. Ja, und auch danken wir immer allen Musikern, DJs, Bands, Musikproduzenten, und wir hören jetzt gerade was vom Mozart-Dampfer, nämlich Heartbeat. Ja, und wer hier zuhört als Musiker, DJ, Band, darf uns gerne auch seine, ihre, eure Musik zur Verfügung stellen, als MP3 reinsenden unter radio@wakenews.net. Das ist meine E-Mail-Adresse, ich höre es mir an und setze mich wieder mit euch in Verbindung. Ganz klasse. Ja, und die letzten Sendungen vom Dienstag sind zu 50% hochgeladen, also meine Sendung ist schon oben. Ja, oder? Und zwar die Asylanteninvasion, Bürgerkrieg, Weltkrieg 3 kommen in schnellen Schritten. Ja, diese Themen beschäftigen uns halt im Moment und wir dürfen halt das nicht aus dem Auge verlieren und vor allen Dingen etwas dazu tun, dass das nicht so geschieht, wie es da ja vor uns sich auftürmt, oder? Also das könnt ihr auch sehen auf allen YouTube-Kanälen, die wir haben, und natürlich auch bei unserem eigenen wakenews.tv Videokanal, der also aufgebaut wird parallel zu den YouTube-Kanälen, damit wir von YouTube auch vielleicht unabhängig sein können. Ja, sehen wir mal. Ja, und mich als Sendung ist auch in Bearbeitung. Das heißt, das wird als nächstes dann hochgeladen. Das war das Rätsel des Bösen, die Brüder des Schattens. Ja, und das wird also in den nächsten Tagen kommen. Allerdings darf ich gestehen, dass wir im Moment auch über Ostern sehr aktiv sind. Wir sind unterwegs und das fällt dann so ein wenig aus. Auch bei dieser Gelegenheit gleich erwähnt. Die nächste Sendung am Dienstag, also die erste Sendung im April, muss leider ausfallen. Das wäre der 3. April gewesen, weil wir so dermaßen viel Action haben, dass ich diesen Termin nicht wahrnehmen kann. Aber dann wieder ab dem 5. April in der ersten Sendung im April sind wir wieder für euch da. Gut, ein Hinweis noch, ganz wichtig, jetzt am kommenden Freitag, also morgen, am Karfreitag, ja, das ist ein Feiertag hier in unserer Region, also da wird es auch eine Sendung geben mit Wake News, und zwar mit Martin, mit Schlafstopp, das ist der Music Channel, den er moderiert, und da gibt es ein wunderbares Interview. Das ist auf jeden Fall hörenswert. Ja, und da schaltet bitte ein, das fängt an ab 19 Uhr. 19 Uhr bitte alle einschalten, auf allen Kanälen hier bei Wake News. Super. Ja, ich habe jetzt wieder einen Frosch hier im Hals, muss gerade mal ein bisschen was trinken. Ich habe vorhin das Fenster offen gehabt, vielleicht ist halt wieder was reingerutscht. Ne? Wir dürfen ja alles erwarten hier von den Gangstern da, die uns hier, die das Leben schwierig machen. Und da geht es ja immer drum, oder? Gut.
Ja, und ihr könnt mitmachen, ihr könnt eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden unter radio@wakeness.net, meine E-Mail-Adresse, und da ist auch schon das ein oder andere da. Einfach eure Punkte reinsenden. Gut. Ja, und jetzt, wer jetzt also hier die heutige Sendung mit verfolgen will, der kann auf einen der Links gehen, die wir da zur Verfügung stellen. Einfach rechte Maustaste in einem separaten Fenster öffnen, dann könnt ihr das mit anschauen während der Sendung. Die Bildchen, die Links, später auch die Videos, die wir dann, wenn wir das Video fertig haben, hochladen können. Das heutige Thema, die Kriegstreiber und die Personenmafia. Ja, auch hier natürlich wieder Aktuelles, vermischt mit allgemeinem Wissen, was wir uns immer wieder vergegenwärtigen sollten, damit wir überhaupt wissen, in welcher Situation wir uns befinden, und dass da überhaupt noch gar nichts geschehen ist oder nur wenig, das ist unfassbar. Und deswegen will ich auch auf dieses Thema nochmal ganz wichtig eingehen, weil ich beschäftige mich ja täglich damit, hier auch in den Auseinandersetzungen, die wir hier vor Ort haben in Basel, aber auch letztendlich über den GCLC oder auch anderweitig, nämlich diese Merkwürdigkeit des Personensystems. Naja, schauen wir mal, wie wir das hier heute darstellen. Wir haben ja schon über die Kabale berichtet, die Kabale, die ja gerne Krieg führen will, weil es der einzige Weg ist, selbst an der Macht bleiben zu können. Und wie wir das schon berichtet haben, führt die Kabale, also diejenigen, die die Welt künstlich geschaffene Matrix bitte wirklich regieren, die führen also Krieg gegen alle, die sie als Opfer auserkoren und die sie beherrschen wollen. Also sie haben uns im Visier. Allen voran also uns Menschen, denen sie eine Personenmaske übergezogen haben, um ihnen die Augen zu vernebeln und so sie kräftig melken und ausnehmen können. Und ja, warum ist mir das auch nicht gleich aufgefallen? Das ist eine gute Frage. Denn eigentlich sollte man das ja sehen können. Ja, aber man ist ja so, ich sage es allgemein, Mann, und ich war auch ein Teil davon, so fokussiert auf das, was man gewohnt ist, was man gelernt hat, was einem eingetrichtert wird, was einem die Umgebung sagt, dass man überhaupt nicht über diese Mauern hinausschaut und erst dazu gebracht wird, wenn man irgendeinen Anreiz dazu bekommt, einen Impuls, oder wenn einem eben Leid geschieht, dass man dann eigentlich erst anfängt, den Schleier vor den Augen zu verlieren. Ja, und insofern sage ich hier, jedem halbwegs intelligenten Menschen darf es auffallen, dass es zwischen der Person und dem Menschen einen Unterschied gibt. Es ist sogar ganz genau definiert, wenn die Menschen einfach mal anfangen würden zu lesen und sich mal diese Fragen zu stellen. Deswegen tragen wir ja auch immer dieses anstößige T-Shirt. Soll anstoßen, ja? Das heißt, ich bin Mensch und keine Person. Das natürlich überall im Auge des Systems ketzerisch ist. Ja? Und auf der Straße und wo immer man ist, im Geschäft und so weiter, stolpern die Leute über diese Aufschrift, schauen nicht nur drauf, sondern sprechen einen teilweise auch an. Ich habe das schon mehrfach erlebt, was denn das heißen solle. Ja? Und dann darf man auch gerne darüber sprechen. Und zwar nicht nur belehrend, sondern eben selber Fragen stellen. Weil die anderen geht es auch an, auch wenn sie nicht aufgewacht sind oder wenn sie es vielleicht gar nicht glauben wollen und vielleicht auch im ersten Moment gar nicht erfassen können, um was es eigentlich geht. Sie werden das im Kopf behalten. Es wird ihnen durch den Kopf gehen, sie werden darüber nachdenken und sie werden vielleicht später danach suchen und vielleicht ihre Antworten finden oder es auch vielleicht zur Seite schieben. Lieber bei der sogenannten blauen Pille bleiben. Und ich habe jetzt hier eine Abbildung nochmal gewählt, wo man das nachlesen kann. Nämlich Fiktion Person.
Und ich zitiere daraus, man kann es dann ja auch nachlesen, Rechtswissenschaft. Als Fiktion bezeichnet die Rechtswissenschaft die Anordnung des Gesetzes für Personen gegen das Recht des Menschen, tatsächliche oder rechtliche Umstände als gegeben zu behandeln, obwohl sie in Wirklichkeit nicht vorliegen. Hierbei kann die Fiktion das genaue Gegenteil der tatsächlichen Umstände als rechtlich verbindlich festlegen. Eine Fiktion kann deshalb im Prozess auch nicht widerlegt oder entkräftet werden, da sie definitionsgemäß vom tatsächlichen Sachverhalt abweicht. Der Mensch kann nicht eine Person sein, weil eine Person eine Fiktion ist, also eine Erfindung, etwas, was gar nicht da ist. Denn dann wäre die juristische Person im Umkehrschluss auch ein Mensch. Es gibt keine juristischen Menschen, nur zwangsinternierte Idioten. So zitiere ich. Das Wort leitet sich vom griechischen Idiotes ab und bedeutet Privatperson. Die Definition der Privatperson leicht darunter. Ins Lateinische als Idiota entlehnt, verschubt sich die Bedeutung des Wortes hin zu Laie. Auch Pfuscher oder Stümper oder unwissender Mensch. Der Mensch wird gegen seinen Willen in dem System Staat als Privatperson, Angehöriger eines Staates, unmündig gehalten und seine Rechte gegen die Laizität seiner Immunität als Botschaftsmensch beraubt. Ja, da steht's. Ja, und warum nennst du den anderen dann die Person oder Herr und Frau und sehr geehrte Damen und Herren und so? Ja, Also, nur durch Täuschung und Illusion und Glaube an die Obrigkeiten, also durch Mind Control, also Gehirnwäsche, haben es der Vatikan, der ursächlich mit an dieser Angelegenheit gewirkt hat, und seine dunklen Gesellen ursächlich auf der Erde geschafft, uns als Kollateral zu versklaven. Also als Kollateral bedeutet übersetzt einfach als, ja, als Ware, ja, Handelsware oder eben Stückgut oder sonst was, uns zu Handelsgütern zu machen, uns an den Börsen zu verscherbeln bzw. auszutauschen, so wie es ihnen gefällt, und der ganz normale Mensch kriegt gar nichts davon mit. Warum? Naja, weil wir eben so konditioniert werden. Wir werden so erzogen, darüber spricht man nicht. Es wird synonym gehalten, Person, Leute, Mensch, alles das Gleiche, ja. Spielt keine Rolle, was du sagst. Ja? Und viele Leute, auch die im aufgewachten Bereich tätig sind, gehen auch mit diesem Wort Person sehr, sehr leichtfertig um und sagen, ja, diese Person hat mir gesagt und so weiter. Also dieser Jargon, den man gelernt hat, schon von frühesten Kindesbeinen an, auch schon durch die eigenen Eltern, die das auch nicht wussten, ja, hängt man dann also mittendrin und das frisst sich richtig rein. Das ist richtig wie eingebrannt in unsere Haut, dass wir uns gar nicht mehr anders ausdrücken dürfen oder können. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, wenn wir einmal diesen Bewusstseinsschritt gemacht haben, dass uns das deutlich geworden ist, dass es einen Unterschied gibt. Person, Fiktion, also eigentlich gar nicht vorhanden. Ist nur ein Hirngespinst. Und dokumentiert sich ja in Form einer Geburtsurkunde, so ein Blatt Papier. Und Mensch. Mensch, was wir tagtäglich sind, was wir fühlen können, wie wir fühlen können. Den Menschtest kann man ganz einfach machen. Nimmst du ein Stück Haut, ziehst dann mit zwei Händen am Arm beispielsweise, und wenn es weh tut, dann ist das der Beweis. Du bist Mensch. Mensch aus Fleisch und Blut. Ja. Und beseelt. Die Person hat keine Seele, die Person hat kein Blut, kein Fleisch, keine Gefühle. Die Person ist nichts, die Person ist tot. Und deswegen ein ganz dringender Appell an alle, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben oder
sagen wir mal, das immer so zur Seite geschoben haben. Ja, was erzählt er da? Es geht jetzt hier doch um, gibt es das Deutsche Reich noch oder nicht? Ja, klar, auch das sind wichtige Themen. Aber das Prinzip, das Grundprinzip gab es ja auch schon im Deutschen Reich, dass man eben den Menschen gar nicht mehr als Menschen sehen wollte, sondern ihn als juristische beziehungsweise damals auch natürliche Person formulierte. Auch da war das schon. Und da dürfen wir aufwachen und dürfen uns darüber nachdenken, ist das richtig? Denn nochmal zurück, die haben sich dieses Prinzip ausgedacht, weil sie den Menschen gar nicht beherrschen dürfen. Ja, die universalen Gesetze, Gottesgesetze, sagen es ja schon, dass du nicht über andere Menschen herrschen darfst. Deswegen haben sie uns zu Personen gemacht. Damit können sie das tun. Oder dachten, sie könnten es tun, solange wir es vor allen Dingen nicht merken. Ja, also wir haben die Aufgabe, uns darüber Gedanken zu machen, was dahinter steckt. Und da steckt natürlich noch viel mehr dahinter, wie es hier auch die folgenden Bilder aufzeigen. Nämlich sieht man dort eine Abbildung aus einem Gebäude des Vatikan, aus dem Inneren, und daneben einen Schlangenkopf. Und man sieht eine gewisse Ähnlichkeit da zwischen diesen beiden Guck-Augenlöchern oder Fensteröffnungen dort in dieser Halle. Diesen merkwürdigen Muster in der Decke, diesen geschwungenen Muster. Und dann dieser Bühne, die dort steht, die also aussieht, wie wenn es dort Zähne hätte oder was auch immer. Ähnlich, wie es hier der Schlangenkopf zeigt. Ja, man kann das dort nachlesen. Das ist eine diesmal englische Variante hier bei collectiveevolution.com. The Dark Secrets Behind the Pope's Audience Hall. It's a giant reptilian. Das heißt übersetzt also die dunklen Geheimnisse hinter der Audienzhalle des Papstes, die aussieht wie ein großes Reptil, wie eine große Schlange. Ja. Und man darf da auch ein bisschen studieren. Es gibt dort auch noch mehrere Bilder, die man sich ansehen kann. Und ihr ahnt, meine, die meisten wissen es eh, die hier zuhören, um was es geht. Wir ahnen es, der Vatikan hat mächtig mit unserer Versklavung und unserer Matrix zu tun. Ja, er wird sogar von vielen als die Mitte dessen angesehen. Und das schon seit ewigen Zeiten. Ne? Also sagen wir mal seit den letzten 2000 Jahren. Vielleicht sind es auch nur 1.500 Jahre, 1.500 Jahre, die das geprägt haben, wie auch immer. Ja, und da sieht man auch noch mehr Abbildungen, auch von dieser Audienzhalle, die also diese Schlangenkopf-ähnliche Form hat, auch von außen kann man das sehen. Da sind verschiedene Blickwinkel anzusehen, die ihr euch da vornehmen könnt. Und auch dieses Fenstermuster ist hochinteressant. Ich will jetzt nicht zu tief da einsteigen, das kann man. Da könnte man also mehrere Sendungen drüber machen, wenn man da also einsteigen will. Aber es ist hochinteressant zu sehen, dass diese Audienzhalle, die hat man ja nicht einfach nur so aus Versehen mal so gebaut, sondern da hat man sich etwas dabei gedacht. Und wir kennen ja auch diese Skulptur, die man da auch etwas weiter unten sieht, die also hinter diesem Papst-Audienz-Sessel zu sehen ist, ein Riesending. Da kann man auch noch einige Abbildungen sehen, die also auch Reptilien zeigt, wenn man sich das ganz genau anschaut. Ja, also die Frage, die da natürlich dahinter steckt, und das ist für die meisten hier nicht unbekannt, wer steckt eigentlich wirklich hinter der Matrix? Welche Mächte sind das? Und viele sind ja auch so weit, dass sie sagen, das sind übernatürliche Kräfte, also keine menschlichen, sondern eben eventuell dämonische oder einige sagen sogar außerirdische, wobei ich halte mich da ein bisschen zurück, weil wir das alles nicht ganz genau wissen. Aber darüber wird gesprochen. Ja, und wir sehen das auch in dem nächsten Bild, was man da drunter sehen kann. Nämlich, das ist so eine Aufnahme von oben aus der Vogelperspektive auf dem Vatikan mit diesem Gürtel da, der zu sehen ist mit dem Waldgürtel. Ja, und das ist, damit man es besser erkennen kann, mit rotem
roten Umrandung deutlich gemacht und auch mit grünen Kreisen und Zeichen zu sehen, wo man also da auch wiederum eine Schlange entdecken kann. Und wir wissen ja, die Schlange oder das Reptil ist ein wesentliches Symbol, das wir aus der Bibel kennen. Ja, und hier diese Abbildung ist zu finden unter dem Blog thelightinthedarkplace.wordpress.com mit dem Titel Vatican City Reptilian Church Absolutely Breathtaking, heißt übersetzt Vatikanstadt. Die Schlange, die Schlangenkirche, die man also, die einem den Atem nimmt sozusagen. Ja, und da sind natürlich auch Videos zu sehen, die könnt ihr euch alle anschauen. Und ein besonderes Bild, was also da zu sehen ist, ist diese Nahaufnahme mit der Beschreibung, wo man eben diese Architektur, diese Gebäude so angemalt hat, also so gestrichelt hat, dass man also diese verschiedenen Symbole da finden kann, nämlich den Schlangenkopf, ja, direkt an der Kirche. Und das ist dann auch in grün zu sehen, also in der grünen Schlangenfarbe. Ja, und da sieht man dann auch noch die Zunge und was es alles gibt. Also es ist ungeheuerlich, was man da alles herauslesen kann. Und da eben auch zu finden, diese Aufnahme von oben, die man also sich da auch nochmal zu Gemüte führen kann. Man darf sich das auch selbst anschauen. Es gibt ja Google Earth, da kann man sich dann auch selber mal da dran machen, um das nachzuvollziehen, ob dem so ist. Das heißt also, es gibt eine Verschwörung dahinter. Es gibt also etwas, was geplant ist, und zwar seit sehr, sehr langer Zeit, denn diese Gebäude stehen ja nicht erst seit gestern oder sind nicht gerade geplant worden, sondern die stehen schon sehr, 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 sehr lange. Und erst jetzt durch die Kommunikation, durch Google Earth und was es alles gibt, kann man eben sehr einfach nachvollziehen. Wir haben ja da sehr viele freimaurerische Architektur auch zu finden in allen möglichen Schattierungen auf der ganzen Erde. Auch da will ich jetzt nicht zu weit einsteigen, aber es ist so, im Vatikan selbst wird das Biest vermutet, also die 666, der Antichrist, nicht als einzelnes Individuum. Viele sagen, ja, der Obama, ne, der ist wahrscheinlich da der Antichrist oder wer auch immer. Nein, man sagt eigentlich, der ganze Stadtstaat Vatikan sei eben dieser Antichrist. Besonders herausragend sind die architektonischen Besonderheiten. So ist die reptoide Gestaltung der Räumlichkeiten, der Wappen, der Anlage der Gebäude besonders auffällig. Es ist etwas, was man nur mit dafür geschultem Blick erkennen kann. Also erst wenn man sich da hineindenkt, kann man diese Rätsel entziffern. Und dann fällt einem das überall auf. Jeder, der das Erlebnis einmal gehabt hat, sich die Banknote anzuschauen. Das ist ja gar keine Banknote, das ist Zahlungsmittel der US-Dollar, der Federal Reserve Bank. Ja, und so weiter, mit diesen ganzen Symbolen drauf. Oder Ausweise oder Gebäude, die man sich anschaut. Oder Logos, also Firmenzeichen, Warenzeichen und was es da alles gibt. Da fallen einem dann mit einmal die Schuppen von den Augen und man kann diese Zusammenhänge mit einmal erkennen. Ja, es ist also etwas, was man nur mit dafür geschultem Blick tatsächlich erkennen kann. Und so ist also der Vatikan, wie jetzt eben gerade beschrieben, als Schlangenkopf zu entdecken. Der Jonathan Clegg, das ist ein Mensch aus den USA, der das sehr akribisch, dem fallen solche Symbole und Zusammenhänge enorm auf und hat dann ein Geschick dafür, das alles herauszufiltern. Das ist ungeheuerlich, was der das herausgefunden hat. Da sollte man sich mal das Ansehen. Ja, der hat also viele Beiträge dazu erarbeitet mit verblüffenden biblischen Verknüpfungen, die uns aufzeigen, dass im Vatikan das Böse herrscht. Ja, für alle, die jetzt also papstgläubig sind oder den Vatikan verehren, mag das vielleicht eine Blasphemie sein, aber es ist ungeheuerlich. Sprüft's nach, für alle die das jetzt nicht glauben wollen. Und darunter ist nochmal eine Nahaufnahme von diesem Schlangenkopf zu sehen in dieser Kirche da vom Vatikan. Ja, und ich habe da auch den Videolink zum YouTube von The Jonathan Clegg euch gegeben. Da könnt ihr mal drin rumstöbern. Ist natürlich alles auf
Englisch, aber das eine oder andere ist auch schon mal in Deutsch erschienen oder man hat es übersetzt. Darf man natürlich jetzt ein bisschen suchen danach. Es gibt auch einige seiner Videos bei uns auf dem Wakeness.tv-Kanal. Auch da bitte einfach mal nachschauen. Das ist sowieso sinnvoll, weil da haben wir so um die 10.000 Videos, die also in diesem Genre, das wir behandeln, angesiedelt sind. Das ist ein hochinteressantes Medium, um das es sich zu studieren lohnt. Ja, es ist also, und das dürfen wir erkennen, eines der größten Verbrechen an der Menschheit, uns Menschen wie Vieh zu vermarkten und zu behandeln. Wir merken das doch täglich ganz genau selbst. Wie viele Anrufe, wie viele Zuschriften kriege ich jeden Tag? Zum Beispiel aus dem Bund, aber nicht nur da, auch aus Österreich oder Schweiz oder wo immer es ist, Holland, Belgien. Es ist überall die gleiche Masche. Wir werden gar nicht wie Menschen behandelt. Man ist auch nicht menschlich mit uns im Umgang. Das ist relativ selten, dass man jemanden in diesen Behörden oder Ämtern findet, der eigentlich noch menschlich ist. Also im Umgang, mit dem man einfach reden kann und so. Die meisten sind irgendwie angespannt, haben Angst, sind nur versessen auf ihre Aufgabe und gucken nicht mehr links und nicht mehr rechts. Ja, wir merken es. Wir merken es ganz genau. Du bist eben nur ein Sklave des Systems. So sieht das System dich. Und die Staaten, wenn groß geschrieben heißt, dass das gar keine echten souveränen Staaten sind, sondern eben Firmen, und das sind sie ja, sind ja alles Firmen, die dirigieren und kommandieren dich herum, als ob du ihnen gehören würdest. Streng genommen ist das aus deren Sicht ja auch so in Bezug auf die Person. Denn lediglich die Person wurde als Dokument, als Trust, also als Kapitalanlage von diesen so angelegt und wird auch rund um die Uhr von denen bewacht. Es ist, diese Person ist ein Wertpapier, mit dem und an dem sich die Mächtigen gegenseitig und wechselseitig bereichern. Ja, sie haben einfach willkürlich die Treuhandschaft über die jeweilige Person, also den Trust, dem gleichlautenden Menschen übergestülpt und lassen somit jeden an dieser Kette anschaffen. Steuern, Gebühren, Bußen und Strafen zahlen in einem Justizgeflecht mit privaten Barinteressen, gleichwohl einer Mafia-Organisation, die weltweit miteinander, auch in anderen und mit anderen Geheimgesellschaften zusammen, in die eigenen Taschen wirtschaftet, indem sie die Menschen einfach nur abzocken. Aber eigentlich ist ja der jeweilige Mensch mit gleichlautender Bezeichnung wie die Person der Souverän und der Begünstigte. Der Begünstigte dieser fiktiven Personenschöpfung. Und hier ist es wichtig, dass das jedem Einzelnen klar wird, dass jeder einzelne Mensch das endlich begreift und seine Rechte als Begünstigter bei diesen Staatsvertretern einfordert. Und das muss schriftlich und das muss mündlich geschehen. Und ihr wisst, eine Voraussetzung ist, dass jeder eine Lebenderklärung macht und hat. Ja, wie das geht, da gibt es sehr viele Beispiele. Das wird unter anderem auch bei einem GCLC-Seminar beigebracht oder gezeigt. Man kann das aber auch inzwischen in diesen ganzen Veröffentlichungen, die auch teilweise bei uns zu finden sind, nachvollziehen. Und jeder, der da Fragen dazu hat, darf sich natürlich auch immer an uns wenden. Wir leiten dann die entsprechenden Informationen an euch weiter. Ja, also nur Personen sind in dieser künstlichen Matrix vom System anerkannt. Du als Mensch existierst doch gar nicht. Deswegen redet man auf zwei verschiedenen Ebenen miteinander. Ich erlebe das immer in diesen sogenannten Verhandlungen. Da wird die Person eingeladen, aber die Person kann ja gar nicht kommen. Das ist nur ein Stück Papier. Wie soll die denn da hinkommen? Man könnte es hinschicken. Aber auch das Hinschicken muss ja jemand tun. Das ist ja das Interessante.
Ich gehe dahin als Begünstigter, als Mensch und schaue an, was die da eigentlich mit dieser Person machen wollen. Und aus dem Grund gebe ich denen die Treuhandschaft auch. Auch wenn sie das jetzt nicht kapieren, weil sie eben geistig eingeschränkt nur denken können oder eben fixiert sind auf ihrem Betrugsmasche. Das spielt keine Rolle. Es darf schriftlich fixiert werden, dass du die Treuhandschaft demjenigen, der sie eigentlich haben muss, nämlich der sogenannte Regierungs- oder Staatsvertreter, dass der sie auch wahrnehmen muss, weil du es anordnest, weil du der Souverän bist. Du bist der Begünstigte. Dass dir fallen die Erträge dieser Person eigentlich zu. Man hält sie dir ja vor. Nochmal, diese Person wird geschaffen mit der Geburtsurkunde, wenn also ein lebendes Baby auf die Welt kommt und im Leben bleibt, dann gibt es eine Geburtsurkunde, die wird ausgestellt vom Staat, in Anführungszeichen, großgeschrieben, wie auch immer, spielt keine Rolle, und dann kommt das in den Tresor. Das ist ein Wertpapier. Das wird also beim Standesamt, in der Regel wird das dann aufbewahrt und du kannst dir davon Abschriften machen lassen, Kopien schicken lassen, alles mögliche, musst dafür bezahlen natürlich, ist klar. Ja, und dieses Papierchen, das geht an die Börsen und du hast einen Mittelwert von Baby bis Rentner, sagen wir mal, von ungefähr 15, 20, 30 Millionen. Spielt keine Rolle, wie viel es eigentlich wirklich ist. Es ist jedenfalls eine unvorstellbare Summe aus unserer Sicht. Und die hat jeder. Die variiert, je nachdem, in welcher Ausbildung du steckst, ob du nachher selbst Kinder hast, also Personen zeugst, ja, oder neue Geburtsurkunden veranlasst, oder ob du eben nachher große Familie hast, Vermögen aufbaust und so weiter. Das spielt alles nachher eine Rolle. Das heißt, da gibt es auch schon Unterschiede. Ich rede jetzt nur mal einen Durchschnitt. Deshalb freuen die sich ja jetzt auch über diese ganzen Goldstücke, die hierher kommen. Die Migranten aus Afrika, Nahen Osten, wo auch immer, die haben ihre Registration oder ihre Geburtsurkunde weggeschmissen, ja, wenn sie hier eine hatten, und kriegen hier eine neue. Das heißt, die kriegen ein neues Wertpapier ausgestellt und dieses Wertpapier setzt natürlich alles niedriger an, ist klar, aber ist vielleicht immer noch 10, 15 Millionen wert. Deswegen freuen die sich über diese Goldstückchen. Und das sind die Goldstückchen, die die meinen. Weil dieses System, dieses Personenmatrix-System, diese Mafia-Organisation, hier was in der BITS, in der Bank für internationalen Zahlungsausgleich beispielsweise dann auch gemanagt wird, dass diese ganzen Papierchen dann neu in den Handel kommen. Und wir wissen ja, das Schuldgeldsystem baut sich auf Schulden. Das heißt, diese Summe, die da auf jede Person angelegt wird, in den Trust, ist natürlich auch eine Art Schuld, die dieser Person oder diesem Wertpapier aufgedrückt wird. Und das wird dann einfach, ja, da schreibt einer dann in den Computer rein, 20 Millionen. So einfach entsteht dieses Geld bei diesen Leuten. Okay, ich will ja nicht zu tief einsteigen, aber ich wollte euch noch ein bisschen darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dieses System zu verstehen, damit man endlich einen Lösungsweg sieht, wie man aus dieser Angelegenheit rauskommt. Ich meine, diese Personen gibt es. Da wird gehandelt, jeden Tag. Die kannst du nicht einfach so abschaffen. Aber man kann sich als lebend erklären und dadurch eben den Unterschied setzen von Person zu Mensch. Und ganz wichtig ist es dann eben auch richtig damit umzugehen. Denn nur diese Personen, nur diese Geburtsurkunden, nur diese Wertpapiere werden also in dieser künstlichen Matrix vom System anerkannt. Nur Personen als juristische Fiktionen können ein Bankkonto eröffnen und unterhalten. Ja, nur Personen haben Ausweise, Führerscheine, haben Versicherungen, Arbeitsverträge und so weiter. Auto zulassen kannst du nur, wenn du einen Ausweis mitbringst. Also etwas, was dich als Person ausweist. Ja, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ein Mensch kann hier kein Auto anmelden. Du kannst ja nicht hingehen mit deiner Lebenserklärung, du hier, ich bin lebender Mensch und wollte jetzt ein Auto anmelden. Die lachen dich aus, weil das ist nicht im System drin. Ja, ich meine, kannst ja versuchen, versucht's. Oder Bankkonto öffnen, das geht nicht.
Auch wenn du eine Person Dokumente mitbringst und so weiter, dann machen sie das alles gerne, weil sie dann wieder Deckung haben über diesen Trust. Ja, das ist die Deckung, die ihnen dann zur Verfügung steht. Also, das muss uns klar werden, dass wir nur freie Menschen sein können, wenn wir uns vom Betrugssystem der Personenmatrix trennen und uns als Begünstigten und den Staatsvertreter als Treuhänder deklarieren. Darunter nochmal die Abbildung, die ich schon häufiger mal verwandt habe, um das nochmal deutlich zu machen. Diese Person oder der Trust, das ist ein Anlageobjekt, das wird eben durch die Geburtsurkunde vom Staat, vom jeweiligen Staat erschaffen und das spielt keine Rolle, welcher Staat, das wird dann untereinander gehandelt, da gibt es die Verträge. Deswegen auch die Zentralbank aller Zentralbanken hier in Basel, die das managen. Ja, und dann gibt es dort vor allem im roten Feld den Begünstigten. Und du bist der Begünstigte. Wer soll es sonst sein? Das läuft ja auf deinen ähnlichen Namen oder gleichen Namen, wie du, wie dein Vorname, dein Familienname ist, so ist der Name der Person. Bist du der Begünstigte? Und derjenige, der es erschaffen hat, hat es treuhänderisch zu verwalten. Und dann gibt es den Exekutor, der ausführt, was der Treuhänder beschließt. Auf einen Fall im Gericht bezogen wäre dann also der Begünstigte du, der eigentlich von denen auf die Anklagebank geschickt wird, wo du nie hingehen solltest. Dann ist der Richter, der sich eigentlich als Begünstigter sieht, der ist aber eigentlich der Treuhänder. Und der Exekutor, das ist der Staatsanwalt, das ist der mit dem Scheckbuch, der soll nachher alles begleichen. Aus diesem Topf des Trusts, da liegen 20 Millionen. Da kannst du lässig jede Parkbuße, jede was weiß ich, Strafe, Steuer und Gebühr zahlen. Das ist kein Problem. Und die Kohle liegt da sogar auch, zumindest also digital, ja, als Buchungssatz. Ja, und Aufklärer, die darüber berichten, ebenso wie Wakeness hier oder ich insbesondere, werden von diesem Abzocksystem gejagt, lächerlich gemacht, als Verschwörungstheoretiker und anderes bezeichnet, weil sie Angst haben, dass die Sklaven das bemerken, dass sie nur Personensklaven sind, obwohl sie eigentlich die Souveräne sein sollten. Ja, ganze Heerscharen von diesen Systemlingen hat man also auf mich und auf Wake News gehetzt und auch auf die vielen anderen Aufklärer, die pausenlos damit beschäftigt sind, also den Aufwachprozess zu verhindern oder zu verzögern. Aber das wird letztendlich nicht gelingen. Wir sind auch schon zu weit. Es gibt keinen Weg zurück. Ja, und eine Methode oder ein Plan, die wissen das ja auch schon seit längerem, dass es dazu kommen wird, dass die Menschen aufwachen werden. Das ist für die keine Überraschung, die beobachten das schon seit langen Jahren, seit Jahrzehnten. Einer dieser Möglichkeiten, eben hier uns Menschen am Aufwachen und an der Zusammenarbeit zu hindern, ist Krieg. Also sind die Kriegstreiber im Moment unterwegs, hier wieder mal gegen den Lieblingsfeind Russland. Ja, und man sieht da in der Abbildung darunter auf lila Untergrund die verschiedenen sogenannten Staatschefs, ja, Firmenchefs, die also jetzt hier in der ersten Reihe sozusagen sind und Diplomaten von Russland aus ihren Firmenstaaten ausgewiesen haben. Ja, das sind 16 europäische Länder und noch ein paar andere, die nicht zu Europa gehören. Ich habe darunter, damit man so ein bisschen die Namen dann auch sieht, Theresa May, Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Frankreich, Plenković, André Babis, Rasmussen, Sipilä und so weiter. Ich will das nicht alles vorlesen, ihr könnt das alles nachschauen, welche die Länder sind, denn darunter gibt es dann noch eine Abbildung von RT, von Russia Today, einer Veröffentlichung, wo das also auch geschrieben steht. 16 EU-Staaten haben eine koordinierte Ausweisung russischer Diplomaten angekündigt wegen des Skripal-Falles, also dieses Vater und Tochter, ja, Person, ne?
Skripal, die also da in England angeblich vergiftet wurden. Mehr weiß man ja eigentlich auch noch nicht, weil diese Untersuchungen ja gar nicht abgeschlossen sind. Da arbeiten jetzt also sehr viele daran, weil das ist ja ein Politikum geworden. Das heißt, die wollen eigentlich da versuchen, daraus den Russen einen Strick zu drehen und sie als die Schuldigen darzustellen, die das verursacht haben oder einen Auftrag gegeben haben sollen. Also eine perfide Methode, um jemanden zu diskreditieren, so wie man es ja auch hier bei den Aufklärern macht. Und denen die Schuld in die Schuhe schiebt für etwas, was eigentlich vielleicht gar nicht von denen gemacht wurde. Auszuschließen ist es zwar im Moment auch noch nicht, aber die vielen Hinweise zeigen darauf, dass da eigentlich eher diejenigen, die am lautesten schreien, der war's, ja, vielleicht selbst Dreck am Stecken haben. Ja, und derzeit wird also dieses Kriegsgeschirr Komplott der Kabale aufgedeckt. In ungeheurer Boshaftigkeit und übler Absicht werden Kriegsvorbereitungen gegen Russland vorbereitet. Allein 16 europäische Firmenländer haben russische Diplomaten ausgewiesen. Es werden unverhohlen Lügen gegen Russland verbreitet. Es geht um die vermeintliche Vergiftung der Skripal-Agenten in England. Es werden Schuldzuweisungen getroffen, ohne Beweise vorzulegen. Selbst die untersuchenden Behörden haben bekannt gegeben, dass es einige Zeit braucht, bis genauere Informationen zum tatsächlichen Hergang und die Herkunft des Giftgases vorliegen. So wurde zum Beispiel berichtet, dass die beiden sich offenbar an der Türklinke oder an der Tür ihres eigenen Hauses mit diesem Gift kontaminiert haben sollen. Also sie haben das nicht irgendwie versehentlich mal in der Tasche gehabt oder in der Flasche getrunken oder sowas. Das geht gar nicht. Sie haben da die Tür aufgemacht und haben sich da möglicherweise dann mit dem Gift infiziert. Aber auch das sind erstmal nur erste Informationen, die wir da vorliegen haben. Und ich gebe da auch nochmal den Link zu unserer Sendung, wo wir das insbesondere diskutiert haben. Die Kabale ist gierig auf Krieg. Und da könnt ihr auch die aktuellen Informationen immer gleich oben mitlesen. Unter dem jeweiligen Datum ist das zu finden, was gerade wieder aktuell neu herausgekommen ist. Also inzwischen mehren sich Vermutungen, dass es vielleicht die Briten sogar selbst waren oder Geheimdienste anderer Länder, die diesen Giftgasvorfall inszeniert und durchgeführt haben, um Russland diesen Akt nach klassischer falsche Flagge-Methode in die Schuhe zu schieben. Ja, und wenn wir Menschen, alle ein besseres Leben haben wollen, wenn wir Menschen frei, selbstbestimmt und friedlich zusammenleben wollen, dann geht das nur so, dass das herrschende System der Personenmatrix und die kriegstreibende Kabale aufgelöst bzw. kaltgestellt werden. Sonst werden wir in einem Strudel der nimmer endenden Tyrannei, Versklavung und Vernichtung enden. Das ist das, was Sie als neue Weltordnung bezeichnen. Also schaffen wir uns ein Leben, das uns allen dient und nicht nur einigen wenigen. Ja, und darüber geht es natürlich immer in unseren Sendungen, dass wir versuchen, nicht nur das darzustellen, was also übel ist, das Böse, sondern wie kommen wir da heraus? Und eben aus der Personenmatrix müssen wir heraus. Das ist ein ganz, ganz wichtiges und dringendes Vorgehen, das ich eigentlich jedem empfehlen möchte. Das ist nicht einfach, vor allem, weil es erstmal Widerstand gibt, aber wenn das ganz viele tun, haben die gar keine Chance mehr. Und ich bin nicht gegen Systeme, ich bin nur gegen ein System, das nur einseitig arbeitet und uns vor allen Dingen als Sklaven darstellt und uns benachteiligt. Und das geht nicht. Ja, das war das heutige Thema. Ihr könnt eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden unter radio.awakeness.net, meine E-Mail-Adresse. Ja, und da könnt ihr eure Nachrichten hier noch mit reingeben. Die können wir dann jetzt noch in der Sendung mit reinnehmen. Ja, ich kriege auch immer diese Hinweise. Es gab da so einen Aufruf zu einem Generalstreik auf dem Terrain des Bundes. Ja, vielleicht auch mehr, weiß nicht. Ich bin da auch schon mal gefragt worden oder man schickt mir das und so. Und ich habe da eigentlich immer dazu gesagt, also streiken in dem Sinne kann ja jeder schon
seit ewigen Zeiten, wir haben das ja schon bei United We Strike in unserer Initiative immer gesagt, einfach in deinem eigenen Verhalten im System. Sofort, wenn du, meine, wir können das System ganz einfach so alleine nicht abschaffen. Da muss schon ein großer Konsens da sein, aller Menschen, die sagen, nee, das wollen wir jetzt wirklich nicht mehr, wir führen jetzt was Neues ein. Also das kann man nicht als Einzelner tun, aber man kann als Einzelner bereits anfangen, seine Art und Weise zu leben in dem System zu verändern. Und auch ich habe das getan. Ja, wenn ich da zurückdenke an wie ich früher war und wie ich mich heute verhalte, es ist ein riesengroßer Unterschied. Ja, keine Matrix-Medien mehr konsumieren, kein Fernsehen, keine Printpresse oder Radio von der Matrix, alles nicht mehr hören. Ja, hin und wieder mal schauen, aber mit einem Bewusstsein schauen, was die bringen, um da vielleicht Hinweise zu bekommen, was vielleicht ansteht. Dann, wenn du Banken braucht man halt, wenn man Zahlungsverkehre hat, aber da kein Geld drauf lassen und schon gar nicht als Anlage. Leute, das gibt's nicht mehr. Wir sind ja schon in einer Negativzinssituation für den Einzelnen. Also sofort, wenn da irgendwas eingeht an sogenannten Buchgeld, sofort runter damit, umwechseln in Bargeld, solange es das Bargeld hat. Und je mehr wir das verwenden, umso schwieriger wird es für die, das abzuschaffen. Also alles versuchen, auf dieses sogenannte Bargeld umzumünzen oder alle notwendigen oder nicht notwendigen vielmehr Verträge bei Versicherungen und was alles gibt, alles auflösen. Bloß nicht in die Falle laufen, ja, der hat mir ein gutes Angebot gemacht, da kann ich in 20 Jahren noch das und das. Also, Leutchen, überlegt das. Ja. Man lebt im Hier und Jetzt. Jetzt sind wir gefordert, jetzt dürfen wir überleben. Und auch ich sehe, wie schwierig das ist zu überleben, wenn man eben kaum was hat. Ja. Also, alle diese Dinge. Oder auch, wie man einkauft. Ja, nicht nur jetzt bei den Globalisten einkaufen, sondern versuchen eben auch mal in die Region zu gehen, die Menschen dort zu unterstützen, die ja so selber was anpflanzen, anbauen, wo man auch eine gewisse Kontrolle über die Qualität hat und so weiter. Aber ich will das nicht alles wiederholen, das habe ich schon in früheren Zeiten häufig gesagt. Also ein Generalstreik als solches kann gar nicht stattfinden im Moment. Auch wenn es, man kann sich darüber streiten, ist das eigentlich verboten, Aufrufe zu Generalstreik und so. Da wäre ich auch vorsichtig, weil sonst wirst du gleich einkassiert und ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ein Generalstreik wird das stattfinden, also mit Sicherheit nicht. Ein Generalstreik heißt ja oder würde ja heißen, dass alle ihre Arbeit niederlegen oder sagen wir ein Großteil der Menschen in einem Land oder im Bezirk, dass die da also ihre Arbeit niederlegen. Das wird aber jetzt im Moment keiner tun. Es wird keiner tun. Es wird vielleicht eine gewisse Anzahl von Leuten geben, die das propagieren und vielleicht auch selber exerzieren, aber es wird kein Generalstreik werden. Also die Illusion braucht ihr euch nicht zu machen. So weit sind wir lange nicht. Also, und wenn, dann würde das vielleicht in Italien funktionieren oder in Spanien, aber hier im deutschsprachigen Raum, Leutchen. Die sind alle so obrigkeitshörig, die himmeln alle an, die eine Uniform anhaben, die machen tiefen Verbeuger und was weiß ich, da gibt es keinen Generalstreik. Eine Arbeitsverweigerung, so kann ich es mir vorstellen, wird erst dann stattfinden, wenn die Leute sehen, ja, ich habe ja gar nichts mehr von dem, was ich da verdiene. Aber dann ist das kein Generalstreik, dann sagt man, es lohnt sich gar nicht mehr, arbeiten zu gehen, ja, zum Beispiel. Oder eben, dass man sieht, jetzt die Überfremdung, die ist so riesig groß, dass man also da, bringt da nichts mehr. Ne? Man selber ist dann einfach nur noch am Schaffen für die anderen. Und das ist die Frage, ob man das dann überhaupt noch will und so weiter. Also ich wollte das mal ein bisschen ausführlicher aus meiner Sicht darstellen, weil ich eben da häufiger angeschrieben werde und die sagen, und viele schreiben mir, ja, das ist der einzige Weg. Nein, ist nicht der einzige Weg. Der beste Weg ist es, man macht alles von zu Hause aus. Diese Personen-Mensch-Angelegenheit, da brauchst du nicht auf die Straße gehen dazu. Das macht jeder selber zu Hause oder im Umgang eben mit seinen sogenannten Ämtern und Behörden. Ja gut, schauen wir mal, was hier noch als Information reingekommen ist, dass wir jetzt hier noch reinnehmen können. Beginn der kulturellen Rebellion kommt da etwas. Mal sehen, was das genau ist. Das kam bei geolitico.de. Beginn der kulturellen
Rebellion. Ich mache das mal auf, weil dann kann ich es besser lesen. Die Front der Staatsschriftsteller bröckelt im Strom alternativer Literatur. Politiker wechseln die Seiten. Keine Frage, der Merkel-Absolutismus erodiert. Ja, ich gebe das schon später zum Lesen. Also die Abkehr von der Propaganda. Medienhoheit, die kann man natürlich entdecken, die ständig rückläufigen Absatzzahlen oder Leserzahlen der Matrix-Medien, egal welche das sind, ist nicht zu übersehen. Dann, was haben wir noch? In Finanzexperte, in 5 Jahren ist der Euro Geschichte. Ja, das kam bei sputniknews.com, das gebe ich euch dann später rein. Das kann durchaus sein. Weil sie wollen ja eh sowieso auf eine einzelne Währung oder auf ein einzelnes Zahlungsmittel umsteigen. Dann sagt hier einer, wandere aus, solange du es noch kannst. Tja, es kann schon sein, dass wenn man in eine andere Region wechselt, Südamerika sagen viele, oder einige haben hier im Osten einige Länder genannt, wie Ungarn zum Beispiel, oder manche sagen Polen vielleicht, oder Tschechien und so. Kann natürlich alles sein, dass man da vielleicht in Ruhe gelassen wird, aber allein schon, wenn man den Irlmaier kennt, weiß man ja, dass es irgendwann zu diesem Krieg kommt. Dazu wird ja aufgerüttelt und aufgerufen im Prinzip durch die derzeitigen Machthaber zu einem Krieg mit Russland. Sollen ja jetzt noch die Straßen, das Straßenverkehrsnetz in Europa soll panzertauglich sein. Also es wird alles so hergerichtet, dass die russischen Panzer dann noch schneller hier runterfahren können. Ja, so darf man sie auch sehen, oder? Also man ist auf diesem Kriegsturnus, und wenn man also an Irlmaier zum Beispiel denkt und sagt, na, das könnte vielleicht so sein, wie der das da geschildert hat, dann ist natürlich die ganzen osteuropäischen Länder sind Aufmarschgebiet, ne? Also da wird, ob man dann in Rumänien, in Polen, in Ungarn oder so sicherer ist. Also denk an den Orban. Orban, der ist ja eigentlich derjenige, der immer dargestellt wird als jemand, der ist gegen Migranten. Aber er hat auch gerade russische Diplomaten ausgewiesen. Also ob die Russen das so freundlich finden vom Orban, wenn er dann auch an der Macht ist, kann es natürlich sein, dass die mit den Ungarn auch nicht so zimperlich umgehen. Also immer vorsichtig sein mit all diesen ganzen schnellen, vorschnellen Einschätzungen. Südamerika, klar, da kann man hin. Aber genau wie Kanada ist das ja auch alles neue Weltordnung, Kanada und Australien und so, da würde ich überhaupt nicht hingehen, da musst du auch eine Menge Kohle mitbringen. Aber auch Südamerika ist nicht umsonst. Da kannst du auch nur hin, wenn du ein bisschen Kohle mitbringst. Ja, ja, und da bist du da Ausländer. Ich habe da Berichte von dem einen oder anderen auch schon gehört, die das gemacht haben, die dort auch vor Ort sind und die ja so entweder betrogen wurden von Leuten, die sie da aufs Ohr gehauen haben, ihnen was versprochen haben, was gar nicht da ist. Oder die eben dann sehen, hoppla, das Leben da ist doch nicht so ganz so einfach, wie wir es gedacht haben. Also, und fliehen, entfliehen kannst du ja diese Auseinandersetzung letztendlich auch nicht. Ja, kann man gar nicht. Man hat ja auch selbst Anhang, man hat Familie oder man hat Freunde. Kannst du nicht einfach im Stich lassen und einfach abhauen und das war's dann. Also ganz so einfach mit diesem Auswandern sehe ich das nicht. Ja. So, was haben wir noch? Schauen wir mal. Da steht dringender Aufruf. Bitte lesen. Haben Sie gewusst, dass neue Krankenkassen, AHV, die 4-Säule und die SUVA, die versichern mit Bild- und Tonaufnahmen im privaten Bereich überwachen dürfen? Selbst der Einsatz von GPS-Peilsendern und Drohnen ist erlaubt. Nur ein Referendum kann jetzt noch den beispiellosen Angriff auf die Privatsphäre abwehren. Das geht hier um eine Schweizer Angelegenheit. Da gebe ich euch nachher den Link rein, da könnt ihr mitmachen, Referendum. Ich habe da, glaube ich, auch schon gezeichnet, ja, ist klar, ist ja hier Schweiz. Okay. Ja, wie gesagt, zu dem Giftanschlag einfach mal auf die Seite schauen, da habe ich immer die aktuellen Informationen, das werde ich noch ein paar Wochen nachhalten, je nachdem, wie sich das also weiterentwickelt. Ja, dann gibt es ja diesen Vorfall da mit dem Ermordung des Obdachlosen auf dem Friedhof in Koblenz, wo ich da auch in der letzten Sendung, kurz am Ende der Sendung, darüber berichtet habe, mit dem abgeschnittenen Kopf und sonstigen Verstümmelungen.
Das ist eine ganz schlimme Geschichte und ich versuche da also noch ein bisschen mehr mich einzulesen. Ich hoffe, weil der Achim ist da vor Ort in Koblenz, dass er vielleicht noch ein bisschen da dazu herausfindet, so dass wir nochmal da etwas genauer dann darüber berichten können. Da gibt es auch jeden Moment neue Informationen, wer da vielleicht der Täter oder die Tätergruppe sein kann. Ja, dann Hamburger Polizei fahndet nach Merkel muss weg Demo. Das ist also auch bezeichnet seit einigen Tagen fahndet die Hamburger Polizei nun öffentlich nach diesem Mann, der einen friedlichen Merkel muss weg Demonstranten zusammen mit einem anderen Täter überfiel, zusammenschlug und dann so heftig ins Gesicht trat, dass dieser schwer verletzt mit einem Schädelhirntrauma ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ja, da gibt's also auch diese Antifa-Organisationen, die also man ja auch schon als die SA der Linken sieht. Ja, also furchtbar. Alles bezahlte Leute auch noch, die vom System offenbar unterstützt werden, aus höchsten Rängen da also angetrieben werden zu ihren Missetaten. Ich will das nicht einfach so da stehen lassen, aber das liest man und hört man natürlich da gewaltig. Gut. Ja, ich schaue nochmal rein, ob irgendwas Wichtiges noch gekommen ist. Jedenfalls haben wir turbulente Zeiten. Ich habe extra diese Sendungen jetzt in den letzten paar Malen da auch auf diese Richtung da eingespielt, weil damit das klar wird. Und vor allen Dingen auch nochmal diese Grundsache oder Grundangelegenheit, die wir aus der Welt räumen müssen, um in Freiheit zu gelangen. Das geht nur, wenn wir diese Personenmatrix auflösen. Das darf nicht mehr sein. Wir dürfen wieder menschlich sein. Und das ist eine große Aufgabe für uns alle. Und ich hoffe, dass alle da mittun. Ja, und ihr könnt uns natürlich unterstützen. Wir brauchen jede Hilfe. Wir sind ja nicht kommerziell. Wir haben keinen Umsatz. Das wird zwar behauptet, aber wir machen keine Umsätze. Ja. Und daher haben wir auch keine Einkommen und wir sind absolut auf euch angewiesen. Wer uns da unterstützen möchte, ist herzlich willkommen. Als Wake News brauchen wir das. Wir haben einen Verein, da kann man auf ein Konto einzahlen und andere Möglichkeiten. Das sind alle aufgeführt. Bitte tut das. Und für mich, insbesondere jetzt für meinen Rechtsfall hier in der Schweiz, auch da kurzes Update. Noch weiter jetzt vom letzten Update, was ich am Dienstag brachte, nämlich hier werden wir uns jetzt zusammensetzen. In der nächsten Woche werden dann die entsprechende Rekursbegründung zur Zurückweisung dieser Zahlungseinstellung und so weiter, dieses ungerechtfertigten Vorwurfs mir gegenüber, werden wir dann formulieren und einreichen. Ja, und dann dauert es natürlich ein bisschen, bis das also raus ist und ich informiere euch. Wer mir dabei also unter die Arme greifen will, vor allem auch erstmal in der Abdeckung dieser Rechtsanwaltskosten, die also, ich habe es letztes Mal schon gesagt, irgendwo zwischen 800 bis 1000 Franken liegen, wäre super. Das muss jetzt nicht von einem Einzelnen kommen, sondern das können auch viele kleine Beträge sein. Ich sammle das und versuche das dann also irgendwie auch später darüber bekannt zu machen, wie wir, wenn wir das gewinnen, kriegen wir das ja auch als Kosten wieder ersetzt, wie wir das dann vielleicht entscheiden können, das einzusetzen. Ja, oder sogar von jemandem vielleicht ein Darlehen zu bekommen, auch wenn es nur kleinere Summen sind. Ja, herzlichen Dank, dass ihr so super zuhört und schaut unbedingt beim Achim Burmer rein, der hat einen Internetshop, das ist der laufteufel.de. Der hat auch nichts mit uns als Wakeness zu tun, das ist ein eigenständiger Shop. Auch das für die Leute, die hier zuhören aus dem System, die das immer noch nicht glauben können, geht's einfach da drauf, schaut's im Impressum nach. Es ist ein eigenständiges Unternehmen. Ja, es ist so. Ganz auch nicht. Aber es ist auch so gewollt. Wir machen keine Umsätze als Wake News. Das ist nicht unser Ding. Wir bieten unsere Dienste und unsere Berichte und Veröffentlichungen und so weiter an. Gratis sind umsonst. Tja, stellt euch das vor. Das gibt es sogar noch umsonst. Ja gut, also schaut da mal rein bei ihm auf dem Shop. Vor allen Dingen, jeder sollte auch angesichts dieses grundsätzlichen
auseinandersetzen mit dieser Situation Mensch und Person, unbedingt das T-Shirt haben, ich bin Mensch und keine Person. Das gibt's in verschiedenen Farben. Wer noch eine Sonderfarbe haben will, muss man mit Achim sprechen. Vielleicht kann auch einer auf Lila machen. Ich weiß nicht, ob das aussieht, aber kostet natürlich halt dann wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil das eine Einzelanfertigung ist. Aber gut. Geht dahin, bestellt was bei ihm und damit habt ihr auch eine klare Aussage für euch immer am Körper. Und damit sage ich euch herzlichen Dank. Wir werden jetzt ausgangs hören von Billy Blaze, Open Your Eyes, öffne deine Augen. Und während wir dann umspulen auf die Wiederholung, hören wir da von Andreas Wilmowski Auszeit und von den Antoines Is It Too Late. Ja, und dann hören wir erst die Sendung vom Dienstag, also vom letzten Mal, und danach die Wiederholung der heutigen Sendung. Das heißt, ihr da wart, Sadel vom Wakeness Radio, Wakeness TV. Wir hören uns morgen. Morgen ist die Sendung mit Martin. Schlafstopp ab 19 Uhr. Bitte alle einschalten. Es ist Karfreitag. Ja. Also wir arbeiten auch am Karfreitag. Mit einem tollen Interview und Interviewpartner. Unbedingt hörenswert und sehenswert. Später als Video. Dann die nächste Sendung wird nicht am Dienstag der nächsten Woche stattfinden, sondern erst am Donnerstag. Also erst am 5. April. Bitte merken. Ja, super. Ich denke, bis dann. Setup von Wake News Radio, Wake News TV. Wake News Radio, Wake News TV. Für alle, die aufwachen wollen. Neue Weltordnung, Versklavung, Dims, Scraps, Schuldgeld aus dem Nichts, eingepflanzter Chip, Bargeld abschaffen. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, wakenews.net. Open your eyes. Is everything better? Remember when you were a child? Mama didn't change. Didn't have to worry about someone wanting your land or taking your home. How can you look at the world today and not get emotional? This would all be okay when everyone you love is hurting. Have you gotten so used to ignoring the truth? Can't you tell that the lying? Open your American dream. Did they bust your bubble? Now someone else is raising your kids just so they can tax you double. You can lose so much. Don't you care anymore? Well, I'm a
when everyone you love is hurting. Have you gotten so used to ignoring the truth? Man, can't you tell that the lying? Things can only get